Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio. Und heute sind wir in der Forschung so weit, dass wir hier ein Raketensilo bauen könnten. Was uns da aber noch fehlt, sind uns ein paar Elemente wie Hitzeschild und Raketensteuerelemente. Und wir brauchen auch etwas Platz. Wir haben zwar hier für unseren Bus etwas erweitert, aber hier unterhalb, da haben wir noch nicht allzu viel Platz. Darum schauen wir, ob wir da was machen können. Und ich denke, wir machen das so. Wie weit sollen wir hier nach unten gehen? Ja, ich denke, das wird es in etwa so treffen. Und dann wieder hoch. Und das Ganze ausfüllen. Und das könnte ein bisschen dauern, denn ich gehe davon aus, dass wir, bis wir das ganze Rechteck hier gefüllt haben, mir Landfill ausgehen wird. Aber wir werden sehen, wie weit ich komme, beziehungsweise ich werde das auffüllen, bevor wir dann uns hier dran machen, da auch was zu platzieren. Während wir auf die Produktion von mehr Landfill, Landaufschüttung warten, können wir hier mal die Effektverteiler mit an den Start bringen. Und dann die 2er und die 3er. Und wenn ich hier unsere Förderbänder anschaue, dann sehe ich, dass wir da etwas weniger von dem Lötzinn haben und es ist tendenziell abnehmend. Das heißt, da sollten wir vielleicht schauen, dass wir etwas mehr produzieren. Ich sehe auch, dass Zinn nicht ein ganz volles Band ist und wenn wir hier mehr Lötzinn brauchen, dann werden wir auch mehr Zinn benötigen. Aber Zinn war ja sowieso eines der Bänder, die wir auf eine Doppelspur ausgelegt haben. Stahl ist auch eine Doppelspur und Eisen und Kupfer sind sogar Vierfachspuren. Möglicherweise werden wir aber in diesem Setup gar nicht so viel Eisen und Kupfer verwenden. Vielleicht brauchen wir aber ein zusätzliches Band an Aluminium irgendwann. Aber ich gehe da mal rüber mit dem Auto, wenn ich es finde, wo ich es stehen gelassen habe. Da oben steht's. Und kümmere ich mich erstmal um das Lötzinn und anschließend um das Zinn und dann sollten wir vielleicht auch etwas mehr Material haben für die Landaufschüttung. Aber so wie es sieht, so wie es aussieht, ist ein Problem hier mal der Input. Bekommen wir so wenig durch, als dass alle Maschinen laufen würden und die können wir dann auch upgraden zweimal und dann sollte sich die Geschwindigkeit da auch verdoppeln. Hier haben wir Herstelltempo 2 und mit der letzten Ausbaustufe haben wir Herstelltempo 4. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir einfach hier noch ein Band mit ran.
und ziehen das von hier runter. Ja, wir legen das neben dem Blei hin. Und das ist unser Kupfer. Und jetzt brauchen wir im Wesentlichen hier was Besseres. Also, wir machen hier dann mal einen 4 auf 4. Den hier. Und dann hier. Zwei Bänder für 10. Voilà. Da ist das zweite. Und damit haben wir 10 bis hierhin. Und dann ziehen wir das einfach mal noch so weiter. Und jedes Mal, wenn wir eine Abzweigung haben, haben wir nach der Abzweigung wieder einen Verteiler, der die beiden Bänder etwas ausbalancieren sollte. Und manchmal brauchen wir auch einen Tunnel hier durch. Nicht, dass unser Zinn da auf ein Band geht, wo es nichts zu suchen hat. Für das Raketensilo fehlen uns noch zwei Materialien, die wir noch nicht haben. Das sind die Raketensteuereinheiten und da die Hitzeschilde. Alles andere haben wir irgendwo. Und für die Rakete selbst brauchen wir auch wieder Raketensteuereinheiten und die Hitzeschilde. Und das werden wir zuerst angehen. Die Hitzeschilde, die sind nicht so kompliziert. Die brauchen Silikonnitrid und Tungstencarbon. Und beides haben wir bereits da oben vor nicht allzu langer Zeit gemacht. Drum kopieren wir uns das, drehen das ein bisschen um. Und dann das Carbon, das haben wir hier. Das kopieren wir uns auch nochmal und wir legen das aufs gleiche Band. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, das geht nach unten. Und hier klicken alle auf die gegenüberliegende Seite. So wie die Greifarme normalerweise tun. Und hier noch ein Umspannwerk. Und dann müssen wir hier nur noch die Dinge anschließen. Und hier unten können wir dann die Hitzeschilde produzieren. Wenn wir das so machen,
Wie lange brauchen die 30 Sekunden? Ich möchte pro Sekunde ein Raketenbauteil oder ein... Innerhalb von 10 Sekunden möchte ich ein Raketenbauteil haben und für ein Raketenbauteil brauchen wir wahrscheinlich 10 von den Dingern. Das heißt, wir brauchen hier sicher 30 von denen hier. 4, 8, 12, 16. Und dann hier einmal der Ausgang. Und das war das Einfache. Ich muss jetzt hier noch das Zeugs anschließen, das wir dann auch produzieren. Und dann wenden wir uns den Raketensteuereinheiten zu, die etwas komplizierter sind, aber nicht allzu sehr. Und vielleicht haben wir schon irgendwas in ähnlicher Form gebaut, sodass wir auch da unsere Fabrikanlage einfach kopieren können. Die Maschinerie läuft gut an, aber so wie es aussieht, haben wir hier zu wenig von dem Silikonnitrat, als dass hier dann alle 16 Maschinen laufen würden. Aber das können wir vielleicht mit ein paar Modulen berichtigen und vielleicht brauchen wir auch einfach ein paar mehr von den Schmelzöfen. Was heißt, wir würden das Ganze dann nach unten erweitern, sodass wir mehr Platz haben dafür. Für unsere Raketenmodule haben wir hier schon genau das gleiche Rezept. Wenn wir das anschauen, wir haben da Lötzinn, dann die vier verschiedenen Komponenten und ein violettes Board. Und hier haben wir Lötzinn, vier verschiedene Komponenten und ein violettes Board. Sprich, wir kopieren uns einfach dieses Setup hier. Voilà. Was machen wir hier so hin? Und den brauchen wir nicht. Und da steht wahrscheinlich mein Auto im Weg. Und dann müssen wir hier nur noch die richtigen Dinger anschließen. Und das sollte keine große Kunst sein. Hier hinten brauchen wir noch Strom. Gut, dann schließen wir auch das noch an. Und dann sollten wir alle Zutaten haben, damit ich hier schon mal ein Raketensilo bauen kann. Und dann holen wir uns noch ein paar Produktivitätsmodule, damit wir das auch entsprechend mit an den Start bekommen. Und hier müssen wir dann natürlich umprogrammieren auf die Raketensteuereinheiten. Das Setup an sich war hier kein Problem, aber was es uns mangelte, war ein bisschen von der Eisenchloridlösung und wir haben noch nicht genügend Maschinen hier am Start. Das sind 12, 24 und wir brauchen hier auch 30, aber
keinen Platz mehr hier unten. Aber wir haben genügend Raketensteuereinheiten, dass ich mir ein Silo bauen kann. Und damit wir überhaupt genügend Eisenchloridlösung bekommen, habe ich hier unten ein bisschen abgegradet auf die besten Chemiefabriken und zusätzlich drei weitere hingestellt. Und das sollte dafür sorgen, dass wir allmählich hier die Tanks wieder füllen, sobald wir etwas hier an Backlog haben, sodass wir nicht quasi die ganze Produktion leer saugen. Ich denke, wir haben hier einen Eingang, wir haben hier den zweiten Eingang, wir haben hier noch was wir brauchen. Drum werden wir das Raketensilo hier unten platzieren. Dann brauchen wir Strom dazu. Und für ein Raketenteil brauchen wir je 10 Materialien. Und bis auf den Raketentreibstoff haben wir auch schon alles. Um den Raketentreibstoff kümmern wir uns nächstes Mal. Aber zuerst brauchen wir ein paar Produktivitätsmodule. Haben wir die besten, die wir bekommen können. Und die packen wir dann gleich auch ins Raketensilo mit rein. Und weil das die besten sind, haben die auch keine Einbuße bei der Geschwindigkeit. Das heißt, wir haben jetzt eine Produktivität von 160%. Das heißt, wir brauchen ungefähr zwei Drittel der Materialien, die wir sonst benötigen würden. Und hier kann ich schon mal die Dinger reinpacken, die ich nicht mehr brauche. Und wir werden schauen nächstes Mal, wie wir an den Raketenbrennstoff kommen. Sieht fast so aus, als ob wir den aus Luft und Wasser zaubern könnten. Aber wir werden uns das nächstes Mal anschauen. Also, bis dann und tschüss!